Im Sommer konnten sie mit einem Sprung zueinander gelangen. Aber im Winter fand das Vergnügen stets ein jähes Ende. Sobald der erste Frost kam, war es viel zu gefährlich, in das kleine Dachgärtchen hinauszusteigen. Gerda und Kai mussten nun erst die vielen Treppen hinunter und die anderen Treppen wieder hinaufsteigen, um zueinander gelangen zu können. So blieb jeder meist in seiner eigenen Stube. Die Fenster waren dann oft ganz zugefroren. Tag für Tag wärmten die Kinder deshalb Kupfermünzen auf dem Ofen und drückten diese gegen die gefrorenen Scheiben. So entstand auf jeder Seite ein rundes, schönes Guckloch. Gerda! Hallo! Gerda! Kai! Mein Kai! Ach, wenn doch nur schon wieder Sommer wäre. Manchmal, wenn der Wind durch die Kamine pfiff, saßen sie bei Gerdas Großmutter in der Stube am Ofen. Sieh nur, Gerda, wie heftig es schneit! Schön. Was für dicke Flocken vom Himmel tanzen. Das sind die weißen Bienen, die schwärmen. Hm? Bienen, Großmutter? Mhm. Haben Sie denn auch eine Bienenkönigin? Wie die wirklichen Bienen? Oh ja, die haben sie. Sie fliegt immer dort, wo die Flocken am dichtesten schwärmen. Sie ist die größte von allen. In mancher Winternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und blickt zu den Fenstern hinein. Diese gefrieren daraufhin ganz sonderbar. Es sieht dann aus, als ob jemand Blumen auf die Scheiben gemalt hätte. Eisblumen? Mhm. Ja, die kenne ich. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass die Schneekönigin sie auf die Fensterscheiben zaubert. Doch, doch. Es ist ihr eisiger Atem, der sie darauf erblühen lässt. Aha. Kann die Schneekönigin etwa auch hier hereinkommen? Nun ja, sie... Lass sie nur kommen. Die wird sich wundern. Ich werde sie auf den warmen Ofen setzen und dann schmilzt sie. Kai, sag so etwas nicht. Ach, das bringt Unglück. Das würdest du wirklich tun? Warum nicht? Vielleicht wird es dann schneller wieder Sommer. Das wäre schön, ja. Die Schneekönigin ist eine mächtige Frau, deren Herz nichts weiter als ein Eisklumpen ist. Wünscht euch lieber nicht, ihr zu begegnen, Kinder. Sag dich nicht, Großmutter. Wir passen schon auf uns auf. Ganz bestimmt. Mhm. Am Abend, als Kai wieder zu Hause und bereits halb entkleidet war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und guckte aus dem kleinen Loch, welches er mit einer Münze in die Eisschicht getaut hatte. Sehen. Ein paar Schneeflocken fielen draußen und eine derselben, die allergrößte, blieb auf dem Rand eines Blumenkastens liegen. Hm? Was ist denn das? Die Schneeflocke wuchs mehr und mehr und wurde zuletzt ein in den feinsten weißen Pelz gekleidetes Frauenzimmer. Sie war außerordentlich schön, aber schien nur aus Eis zu bestehen und doch war sie lebendig. Die Augen blitzten wie zwei klare Sterne. Du meine Güte, das muss sie sein, die Schneekönigin. Kai, süßer, lieber Kai, komm heraus zu mir. Nein, au! Der Knabe erschrak heftig und fiel vom Stuhl. Da hörte es sich an, als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel wegflöge. Sie kennt meinen Namen. Am nächsten Tag herrschte grimmiger Frost. Dieser hielt gute 2 Wochen sein strenges Regiment. Und dann kam endlich das Frühjahr. Die Sonne schien wieder, sodass überall das Grün zu keimen begann. Die Schwalben bauten ihre Nester, die Fenster wurden geöffnet und die Kinder saßen nun wieder täglich in ihrem kleinen Garten. Ich glaube, in diesem Jahr werden die Rosen besonders prächtig blühen. Du hast recht. So viele Knospen hatten sie lange nicht. Wir haben gerade in der Schule ein neues Lied gelernt. Darin ist auch von Rosen die Rede. Ich musste dabei immer an unseren Dachgarten denken. Wie geht es? Ach, ich schäme mich. Unsinn.
Nun sing schon. Bitte, Gerda, sing. Wenn Rosen blühen und verwehen, werden das Christkind wir wiedersehen. Wie schön und wie wahr. Kaum hat die letzte Rose in den Frostnächten ihre Blüten verloren, steht die Weihnachtszeit bereits vor der Tür. Wenn Rosen blühen und verwehen, werden das Christkind wir wiedersehen. Au! Ah! Was ist denn? Es stach mir etwas ins Herz. Ah! Und jetzt fliegt mir auch noch was ins Auge. Du Armer, lass mal sehen. Nicht blinzeln. Lass das Auge offen. Und? Ich sehe nichts, was da nicht hingehört. Gott sei Dank. Ich glaube, was immer es war, es ist wieder fort. Du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt.